Das letzte Mal Cross Finals war 2019 in Magdeburg. Für mich denke ich da immer sehr gern dran zurück, weil da konnte ich das erste Mal die Cross Finals gewinnen in der Klasse MX1. Und jetzt gehe ich quasi als Titelverteidiger hier in Bauscheim an den Start und werde mein Bestes geben. Ja, wir haben uns jetzt hier nochmal getroffen in Moorgrund auf einer, finde ich, kleinen, aber doch sehr, sehr schönen und technischen Strecke. Ich habe es ein bisschen mit Absicht auch ausgesucht hier, weil ich finde Bauscheim auch eine relativ enge und technische Strecke, um einfach nochmal das ein bisschen zu üben, noch ein paar Sprints, wie gesagt, zu machen. Ich habe auch einen Startgarter dabei. Wer mich kennt, meine Starts sind nicht so prickelnd, aber wenn ihr dann bei den Cross Finals zuschaut, vielleicht sind die Starts da ja ein bisschen besser. Wir haben da ein bisschen getüftelt. Ja, die Cross Finals haben, glaube ich, nicht nur für mich, sondern für die ganzen anderen Regionalsportler, sage ich mal, einen riesen Stellenwert in Deutschland. Ist einfach so, dass da wirklich die besten Leute aus jeder Regionalserie, egal ob aus MX1, MX2, 85 und 65, zusammenkommen und man dann einfach gegen die anderen Besten fahren darf. Und das Coole da dahinter ist halt noch der Teamgedanke, dass man einfach mit seiner Serie, wo man das ganze Jahr trainiert, vielleicht auch mit seinem größten Gegner, dann in einem Team quasi die anderen Teams schlagen muss. My niggas is savage, ruthless. We got better than 100 rock food. My bitch is bad and